Genau. Jetzt das Motiv fokussieren. Ja, und auf den Auslöser drücken. Super. Ja, sieht klasse aus. Wirklich. Prima. Alles klar, bis dann. Tschüss. Oh, sorry, ich habe gerade ein bisschen Nachhilfe gegeben im Fotografieren. Ja, was machen wir heute? Heute machen wir ein Review über die Canon PowerShot S3iS. Viele werden sich jetzt fragen, hä? Was? Über was? Über die Canon PowerShot S3. Klingelt's nicht? War mal eine Kamera in den frühen 2006ern. Ja, die habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen. Und die habe ich mal ausgiebig getestet, ob es noch wert ist, mit der in 2020 zu fotografieren. Seht ihr gleich. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2006. Dies sind die Abenteuer der Canon PowerShot S3, die auf ihrer Reihe. Naja, ist egal, lass mal das. So, hier, das ist sie. Ja, willkommen im Jahr 2006. Mit 6 Megapixel. Wow. 2006. Im September 2006 kam zum Beispiel das Nokia N95 raus mit 5 Megapixel. Auch nicht schlecht. Die Kamera hier, die PowerShot, die lag bei einem unverbindlicher Preisempfehlung von 549 € ungefähr. Kaum vorstellbar eigentlich. Was mir vorne direkt auffällt, ist dieser Hebel hier, dieser Knopf. Damit kann man diesen Ring hier lösen und ein Teleobjektiv oder Weitwinkelobjektiv oder Nahlinse dann auch draufsetzen, wie so ein wechselbares Objektiv quasi. Finde ich cool. Mal gucken, vielleicht hole ich mir eins zum Testen. Ja, was wichtig wäre zu wissen ist, hier kommen ganz normale 4 Mignon-Batterien rein. Hatte ich auch gemacht, habe da normale Mignon-Zellen reingelegt und die Kamera mal eingeschaltet und benutzt und nach 5 Minuten war sie leer. Warum? Da sollten Akkus rein mit mindestens 2000 mAh Kapazität, weil sonst saugt die Kamera die Batterien zu schnell leer. Also mit normalen Batterien, das ist wirklich nur für den Notfall. Okay, kommen wir zum Modusrad hier. Was haben wir? Die ganz normalen Programme. Aber wir haben noch C wie Custom. Das bedeutet sowas wie oft benutzte Aufnahmemodi oder ich kann da selber was abspeichern. Automatik ist klar, die Sachen sind auch klar. Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Sport. Scene. Scene sind nochmal 8 unterschiedliche Modi. Zum Beispiel, ja, unter schwierigen Bedingungen wie Schnee fotografieren oder Laub. Und da sind zum Beispiel zwei Sachen dabei, die gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist zum einen ein Farbwechsel. Ich kann also mit der Kamera eine Farbe anvisieren, zum Beispiel blau, und kann dann sagen, kann eine andere Farbe anvisieren und auswählen und kann dann eben sagen, aus alles, was blau ist in dem Bild, wird nachher rot zum Beispiel. Das sieht cool aus. Oder ich kann noch was anderes nehmen als Modus. Ich kann einfach sagen, alles, was blau ist, soll dargestellt werden im Bild, der Rest ist schwarz-weiß oder rot. So kann man zum Beispiel eine Rose fotografieren und die Blüten sind rot und der Rest ist schwarz-weiß. Also, das ist cool gemacht. Dann haben wir hier sowas wie Panorama. Wir können also mehrere Bilder überlappend aufnehmen und zusammenfügen als Panorama und eben Videoaufnahme. So viel dazu. Eingeschaltet wird die Kamera mit dem hier. Da muss ich hier diese Raste hier eindrücken und nach links. So ist sie an. Nach rechts kann ich mir Bilder anschauen. Ist ein bisschen umständlich für mich als Nikon-Benutzer, weil hier vorne, was normalerweise bei der Canon der Zoom ist, hier an der PowerShot, wäre bei mir in der Nikon der Einschaltknopf. Wie auch immer. Ich werde euch mal das Datenblatt der Kamera einblenden. Da könnt ihr nochmal so allgemeine technische Daten sehen, wie Bildauflösung etc. Da sieht man auch mal, wie die Technik 2006 war, wie sie jetzt ist. Das könnt ihr euch vorstellen. Ja, ansonsten schaut euch das Datenblatt mal an. Ist schon lustig, wenn man sowas sieht.
Von hinten Kamera, die üblichen Funktionen, üblichen Taster, Videoaufnahme, ISO, Set, Menü, Display. Hier ist noch ein Knopf zum selber belegen für ISO, Weißabgleich etc. Steuerkreuz, auch nicht schlecht. Ein klappbarer Bildschirm. Auch cool. An der Seite haben wir manueller Fokus und Makro. Und wenn wir den Makro gedrückt halten, kommt Super Makro. Das bedeutet, ich kann von 0 bis 10 cm Abstand Aufnahmen machen. Mal testen. Mit dem Zoom komme ich übrigens auf eine Brennweite von 36 bis 432 mm, äquivalent zum Kleinbildformat. Ist eigentlich auch beachtlich. Ich schalte sie mal ein und da fährt sie aus. Vor allem die Begrüßung ist richtig schön, die man auch einstellen kann. Man kann sogar den Sound vom Auslöser ändern. Da kann man so einen Hund einstellen, der bellt. Gut, das war wohl 2006, ja, lustig. Hier übrigens mal ein Foto von einem Tesa-Roller. Der ist eigentlich blau gewesen. Ich habe diese Funktion mit diesem Farbaustausch mal gemacht. Und alles, was jetzt hier rot zu sehen ist, war vorher blau. Hier habe ich mal ein Bild gemacht, wo alles schwarz-weiß ist. Nur alles, was blau ist, soll dargestellt sein. Das sieht klasse aus. Wirklich cool gemacht. Ja, ansonsten, wie gesagt, die üblichen Funktionen, was eine Kamera haben sollte. Ich werde euch jetzt noch ein paar Bilder einblenden, die ich gestern mal auf die Schnelle gemacht habe mit der Kamera. Was auffällt, ab ISO 200 ungefähr, fangen die Bilder stark an zu rauschen. Also, wenn man mal überlegt, mit wie viel ISO wir heutzutage fotografieren können, ohne dass man ein Rauschen bemerkt, das ist schon echt extrem. Also wenn ihr damit Fotos machen wollt, bleibt bei ISO 100, maximal 200 und regelt den Rest mit der Blende oder mit der Belichtungszeit. Das ist wirklich extrem, das sieht man auch hier auf den Fotos jetzt gleich. Ansonsten sehen die Fotos okay aus, gut. Natürlich kein Vergleich zu den Bildern, die man heute so machen kann, aber ich finde es okay. Ich finde es nicht schlecht. Kann man so mit zufrieden sein. Also wer so eine Kamera noch hat, der kann ruhig damit fotografieren, der kann die mit in Urlaub nehmen. Immer noch perfekt als Urlaubsbegleiter. Wichtig, die Speicherkarte. Die könnt ihr... So, ja, die Speicherkarte. Die könnt ihr so oft rausnehmen und in den PC stecken, wie ihr wollt. Ihr werdet die Fotos nicht sehen können. Das hat Canon mal wieder geschickt gemacht. Ihr müsst also über ein USB-Kabel, über USB-Mini, nicht Micro, das ist Mini. Der war noch vor Micro. Mit dem schließt ihr die PowerShot an den PC an und dann könnt ihr auf die Bilder zugreifen. Komisch gemacht, aber sind leider etwas verschlüsselt auf der Karte. Blöd. Kommen wir zum Fazit. Kann man damit noch 2020 fotografieren? Kann man mit einem Nokia N95 heute noch telefonieren? Ja. Also, warum sollte man nicht damit fotografieren können? Die Kamera bekommt meine kleine Tochter. Damit kann sie nämlich mal ein bisschen üben, ja, weil Automatik ist wie mit dem Handy telefonieren, genau. Automatik ist wie mit dem Handy fotografieren. Was man aber gut lernen kann, ist die Blendeneinstellung und die Verschlusszeit. Gut, die Blendeneinstellung hier ist jetzt nicht so extrem wie bei einer richtigen Spiegelreflexkamera. Das ist übrigens eine Bridge-Kamera. Also halb kompakt, halb Spiegelreflex, halb ohne Spiegel halt. Wo war ich? Genau. Verschlusszeit und Blende kann man hier mit üben einzustellen, um zu schauen, was passiert, wenn ich die Blende öffne, was passiert, wenn ich Verschlusszeit erhöhe oder niedriger einstelle. Und dafür ist die Kamera perfekt geeignet für meine Tochter. Wenn sie damit zurechtkommt, dann kann sie eine andere haben. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst. Vor allen Dingen auch Fragen dazu der Kamera oder Anmerkungen. Vielleicht habt ihr auch noch eine.
lasst ein Like da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis dann. Hey, ich sagte bis dann. Abschalten jetzt.